Hallo zusammen und herzlich willkommen. In unserem letzten Video hatten wir euch ja Landcamp CH vorgestellt, die Plattform für Wohnmobilstellplätze auf Schweizer Bauernhöfen. Heute stellen wir euch den Hof von Lisa und Beat vor, auf dem wir gestanden haben. Ein Platz mit einem tollen Blick auf den Vierwaldstätter See und mit sehr netten und aufmerksamen Betreibern. Aber seht selber. Wenn ihr zum Hof von Lisa und Beat fahren wollt, müsst ihr in Emmeten rechts in die Ischenstraße einbiegen. Vorbeigefahren. Gebt lieber die Koordinaten ein und nicht die Adresse. Das klappt besser beim Navi. Jetzt zeige ich euch nochmal hier diesen kleinen Raum mit so Kaffee und Getränke und sowas und allein schon die Tür. Ein herzliches Willkommen, nicht nur für die Camper, sondern es ist auch für die Wanderer gedacht. Man kann sich hier bedienen. Es gibt also Geschirr, Tassen, es gibt Kleinigkeiten zum Naschen. Spülen kann man hier auch, wenn man das möchte, ist kein Problem. Hier sind auch nochmal Teller und Gläser, wenn man noch was braucht. Die Spülmaschine. Ja. Und hier kann man sich Prospekte holen für Sachen, die es hier in der Gegend gibt, was man alles machen kann. Mülltrennung. Eine Kaffeemaschine. Da kann man sich auch bedienen. Kaffee ist alles drin. Milch ist im Kühlschrank und Getränke, Bier sowie Wasser und Cola und was man halt so gerne möchte. Man kann sich selber bedienen und gibt einfach dann einen Obolus hier in die Kasse, was man halt denkt, was man gerne geben möchte. Aber man kann sich frei bedienen. Finde ich eine sehr liebe Idee, ist auch ganz goldig gemacht. Die Gegend um Lisa und Beats Hof eignet sich hervorragend zum Wandern, Fahrradfahren und Mountainbiking. Und es gibt eine ganze Menge, was man dort unternehmen kann.